freue mich hier zu sein, das war Kultur, jetzt kommt Information. TTIP, was machen wir dagegen? Das geht nach dem alten Motto, Kampf dem Kapital, wie ist scheißegal. Wir haben ja jetzt wieder diese Phase des Wahlkampfes, wo wir an allen schönen Plätzen und allen blühenden Bäumen die Politiker hängen sehen und wir fragen uns, kann man denn nicht einmal anständig aufhängen? Wir wissen, diese Wahl, was fiebt hier so? Da geht es eigentlich um nichts, da geht es um Brüssel, dieses politische Endlager für abgebrannte Brennelemente wie zu Gutenberg oder Stoiber, dieses Gammelfleisch im Trachtenanzug. Und da wird TTIP verhandelt. Wir wissen, in Brüssel ist gerade die Lobbydichte sehr groß, dass man da gar nicht, also da ungefähr 12 Lobbyisten kommen auf einen Abgeordneten, die können also jede Woche einmal mit jemand anderem essen gehen. Ja, da muss man aufpassen, was dabei rauskommt. Wir haben ja selber gerade, ist noch nicht lange her, haben wir ja Wahlen gehabt im September. Nicht wahr? Wir haben alle gewählt, was heißt, viele machen ja schon gar nicht mehr mit, weil die sagen, Wahlen, was bringt das? Der Trog bleibt der gleiche, nur die Schweine wechseln und sind dann zu Hause geblieben. Manche haben gewählt und waren dann überrascht, dass gar nichts passiert. Ja, wir haben schon gedacht, haben die den Schuss nicht gehört? Nicht, da waren für uns Abgeordnete und Minister im Ausland tätig, die zu Hause hier im Parlament gar keine parteiliche Basis mehr hatten. Nicht, statt dass sie Asyl suchen, kommen die wieder zurück. Also völlig unverständlich und dann muss natürlich die Koalition verhandelt werden. Das dauert eine Weile, das ist klar, es geht um Sachfragen, aber es geht auch um Personalfragen. Da müssen für die zukünftigen Minister, müssen die Doktorarbeiten müssen überprüft werden und so weiter. Und kurz vor Weihnachten, wir haben schon mit gar nichts Bösem mehr gerechnet, da kam auf einmal die Vereidigung der Minister. Und wir wissen ja, die tatsächliche Eidesformel lautet, ich schwöre, am deutschen Volk zu verdienen, so bar mir Geld helfe. Und Uschi von der Leyen war die eifrigste, ja, die ist sofort nach Afghanistan geflogen, direkt in ihrem neuen Amt als Verteidigungsministerin, um unseren Soldaten Kekse zu bringen, von Walsen, von ihrem Papa, ich hatte das ja. Und die Taliban waren völlig überrascht, was kommt da auf uns zu? Dieses Lächeln, ist das einfach nur entwaffnend oder ist das einfach nur zum Schießen? Und bevor sie herausgefunden hatten, was da war, war Ursula von der Leyen schon wieder zurück in Hannover, in ihre Heimatstadt, wo viele sagen Hannover, wer Hannover kennt, dem gefällt es überall. Aber wir wissen, Hannover ist nicht der Arsch der Welt, man kann ihn von da aus nur sehr gut sehen. Und dann hat sie bei ihrer Familie mit ihren 24 Kindern hat sie Weihnachten gefeiert und unter dem Weihnachtsbaum ist ihr die Idee gekommen, wie es mit der Bundeswehr weitergeht. Bundeswehr als familienfreundliche Truppe. Jetzt hat sie neulich die erste Kita eingeweiht und jetzt gehen wir in den nächsten Einsatz mit dem Schützenpanzer mit eingebauter Babyklappe. Das ist einfach super tolle Idee. Das war schon eine wahnsinnig gute Idee von Angela Merkel, die die Mutterkreuzträgerin der Nation zur Mutter der ganzen Kompanie zu machen. Ich verfolge das ja immer, was so passiert in der Presse. Und da habe ich heute zum Beispiel die Welt mal erworben. Auch im Internet heißt es hier, gibt es ein Recht auf Vergessen. Die Demenz auch da. Die Taz hat das sehr schön formuliert. Vergiss es, Google. Das war schon ganz ordentlich gemacht. Nicht normalerweise lesen wir hier in Berlin die Berliner Morgenpost, die uns schon morgen sagt, wo die Post abgegangen ist. Nicht, da stand gestern, jedes dritte Berliner Kind lebt von Hartz IV. Nicht, wir sind eines der reichsten Länder der Welt. Wir sind pro Kopf Exportweltmeister, aber wir schaffen sie mit unseren Kindern. Wir haben natürlich auch in Berlin den Flughafen an der Backe. Da waren neulich hier die Flugrouten nochmal erläutert und so versucht man uns die Legende am Leben zu halten. Der Flughafen wird irgendwann mal eröffnet. Ja, nicht? Das ist das einzige Projekt, was wir jemals stoppen konnten, ohne dass wir selber groß tätig geworden sind. Selber zusammen. Und ich kaufe natürlich auch gelegentlich die Frankfurter Allgemeine, die kaufe ich ja schon aus Solidarität, weil junge Menschen die Schrift einfach nicht mehr lesen können. Junge Menschen haben wahnsinnige Probleme mit dem Medium Zeitung. Ich sehe die in meiner U-Bahn, wie die darüber wischen. Ja. Sie wundern, warum es nicht umblättert. Dann drücken sie drauf und denken, da öffnet sich was, aber dann tut sie nichts. Nicht, da machen sie so und das wird nicht größer, sind sie total enttäuscht und irritiert. Und denken sie, ah, das ist der Akku alle. Ja, und dann versuchen sie ein Ladegerät reinzustecken.
dann merken sie es überhaupt nicht kompatibel, dann sind sie sauer auf die EU-Kommission, dass sie das immer noch nicht geregelt hat. Ja, und dann schmeißen sie die Zeitung weg und die wesentlichen Informationen verpassen sie. Nicht wahr? Das ist die papierlose Generation, die dieses Taschentuch als App auf dem Handy hat. Ich weiß gar nicht, wie die auf den Klo klarkommen. Und hier neulich die Meldung, Tebatz van Els ist wieder da, jetzt ist er schon wieder weg. Ich weiß gar nicht, ob hier jemand weiß, Tebatz van Els. Im agnostischen Berlin. Das war der Bischof von Limburg. Der war bei dem neuen Papst in Ungnade gefallen, weil er sich seine Residenz für 31 Millionen hat ausbauen lassen. Habe ich nicht verstanden, weil der Bischof Marx in München, der macht das gerade für 130 Millionen. Aber der Tebatz van Els war schon, also der hat sich in seinem Badezimmer eine Doppelbadewanne einbauen lassen. Und das ist natürlich für einen Bischof schon sehr weit nach vorne gedacht. Da ist der neue Papst, der ist ja, obwohl, ich meine, der neue Papst hat ja, ist nicht nur sparsam, nicht, der hat ja den alten abgesetzt, der alte deutsche Papst, wahrscheinlich wie alle Deutsche, wollte rechtzeitig in die Rente. Ich trage übrigens seine alten Schuhe auf, ja, kann ich jetzt auch reden. Ich soll vom Gesicht ablenken. Ja, aber der neue Papst hat ja gesagt, die oben in der Kirche sollen mit den unten wieder mehr zusammen. Er hat wirklich gesagt, die Hirten sollen den Geruch der Schafe annehmen. Warum nicht mal mit dem Schaf zusammen baden? Bad hat ja eine reinigende Wirkung, das wissen wir seit Barschel. Die Kirche hat es nicht einfach, ja, der neue Papst auch nicht, war vor zwei Monaten im Spiegel. Der Papst und der verdammte Sex, er macht ein ganz bedenkliches Gesicht. Da hat man unter Katholiken eine Umfrage gemacht zur Sexualität, die reden da wahrscheinlich inzwischen drüber. Und da ist rausgekommen, also ganz schrecklich, der Papst ist enttäuscht, Sex ist da rausgekommen, seine Eltern hatten das. Also, das ist, ja, Frankfurt Allgemeine, neulich die Meldung, fast 20 Milliarden Euro mehr Steuereinnahmen, also uns geht es richtig gut, aber der Staat kann davon nichts abgeben, das braucht er alles selber. Frankfurt Allgemeine hat mir auch am Anfang des Jahres gleich schon von unserem Bundesgauk die Parole gegeben, Gauk hat da gesagt, mehr Verantwortung übernehmen. Ich habe gesagt, was ist los, will der ADAC-Präsident werden oder so? Ja, da war ja von Ukraine noch nichts Richtiges zu hören. Und aber er hat das auf der Waffenhändlertagung in München gesagt. Da war schon gleich irgendwie klar, der Gauk ist ja schlau. Der ist extra bei den Olympischen Spielen in Sotschi, war der nicht, da war auch Ukraine noch gar nicht, kein großes Thema. Er ist da nicht hingefahren, weil er weiß, der Russe, das ist nicht wahr, obwohl Gauk gerne Wintersport guckt. Ja, also Biathlon zum Beispiel, hat er selber gesagt, Biathlon guckt er sehr gut, diese typisch deutsche Sportart, Schießen und Weglaufen, das guckt er sehr gerne. Ja, mehr Verantwortung übernehmen und damit hat er das Jahr im Grunde genommen eingeläutet, was bisher gelaufen ist. Eine Woche später in der Frankfurter Allgemeinen kommt der Krimkrieg. Ja, da klingt schon ein bisschen Hoffnung, nicht wahr, dass da was abgehen könnte. Und jetzt die Frankfurter Allgemeine wieder in der Sonntagszeitung vor einer Woche. Rasmussen, der NATO-Chef, sagt, NATO muss sich rüsten und das ist wirklich wahr. Ja, die Russen, die geben 90 Milliarden Dollar für Rüstung aus und wir in der NATO nur 900 Milliarden. Also da müssen wir echt sehen, wir haben wieder eine anständige Feind. Ist das nicht super? Die arabischen Wickelhaupten, das war doch nichts. Die Taliban, das ist doch, ja, nicht jetzt. Der Russe, der hat bei uns schon immer vor der Tür gestanden. Das ist ein Superfeind. Den kennen wir. Die Welt schreibt es auch. Putin lässt Ukraine zittern. Da kommt richtig was in Bewegung. Und was da in Bewegung kommt, das sehen wir in den Abteilungen Finanzen. Rüstungsaktien schießen. Ja, was sollen sie auch sonst machen? Ja, Rüstungsaktien schießen auf historischen Rekord. Jubelstimmung bei Herstellern von Panzern, Flugzeugen und Drohnen. Da geht das richtig super ab. Ich war neulich in Torgau, da wo der Zweite Weltkrieg zu Ende gegangen ist. Da gibt es die Torgauer Zeitung, die meldet ganz stolz, fast 11.000 Schusswaffen in privater Hand in Torgau. Da kann der Russe ruhig kommen. Das geht nicht. Der Russe hat ja auch diesen Snowden aufgenommen, nicht wahr? Der Snowden, den wir jetzt mühselig vielleicht hierher kriegen zum Untersuchungsausschuss. Wir haben ja ganz viele Untersuchungsausschüsse, nicht? Ausschuss, da sitzen unsere Politiker gerne. Ausschuss ist ja das richtige Wort. Und Snowden, nicht wahr? Wir haben uns ja gar nicht so doll aufgeregt, als das da rauskam, nicht? Dass wir alle abgehört werden und so. Die Kanzlerin hat gesagt, das geht gar nicht und so. Und hat gesagt, das Internet ist aber auch ein neues Ding und so. Und wir haben jetzt nicht, dass wir jetzt mit Millionen auf die Straße gegangen wären. Nein, einfach. Vielleicht finden wir das auch gut, dass wir abgehört. Wir haben zum Beispiel in Berlin, wir wissen gar nicht, wie viel Kabel da in den Schächten beim Flughafen lang gehen und wo die herkommen. Da können wir doch die NSA fragen, die haben doch die Unterlagen. Ja, oder im Falle NSU. Ja, wir haben gar nicht gewusst, dass da jahrelang auf ausländische Mitbürger bei uns geschossen wurde.
Nicht? Und als wir es dann untersucht haben, haben wir gedacht, das sind die selber, so sind die ja drauf. Und dann haben wir rausgekriegt, das sind deutsche Nazis. Und da waren wir so erschrocken beim BKA und bei den Verfassungsschutzämtern, dass vor lauter Schreck sind über 300 Aktenordner direkt in den Schredder gefallen. Aus Versehen, aus Versehen. Das haben wir in der Die haben doch die Unterlagen. NSA, NSU, das ist so nur ein Buchstabe Unterschied. Das ist wahrscheinlich der gleiche Sachbearbeiter. Ja? Das ist, und das Tollste ist, wir glauben das alles. Ja, das erinnert mich immer daran, wir Deutschen, wir haben drei begnadete Eigenschaften. Wir sind ehrlich, wir sind intelligent und wir sind staatsgläubig. Leider, wie jeder an sich selber feststellen kann, tauchen diese drei Eigenschaften niemals bei einem Deutschen zusammen auf. Ja, entweder wir sind ehrlich und intelligent, dann sind wir nicht staatsgläubig. Oder wir sind intelligent und staatsgläubig, dann sind wir nicht ehrlich. Oder wir sind ehrlich und staatsgläubig, dann sind wir nicht intelligent. Ja, wer will schon so doof sein? Ja. Lesen Sie natürlich auch die Bildzeitung, die Zeitung mit den großen Buchstaben, die uns als alternde, dioptrienschwache Gesellschaft so stark entgegenkommt. Heute die Meldung, so lief die Höllenerpressung. Ich dachte, kommt das jetzt endlich raus? Nicht was? Das war ja ein Wahnsinnsprozess. Ich fand das auch so klasse. Da hat der Hönes halt irgendwann mitgekriegt, er hat 3,5 Millionen Steuern hinterzogen, hat er gesagt, mache ich Selbstanzeige. Das zeigt er an und dann haben die aber die Unterlagen, das war nicht ganz in Ordnung, haben sie ja nach dem Prozess, haben sie ein Jahr ermittelt und haben sie auch angeklagt wegen 3,5 Millionen Euro Steuerhinterziehung. Und dann hat Hönes am ersten Prozesstag, die haben die Anwälte gesprochen, haben gesagt, nee, wir haben nochmal nachgerechnet, sind 18,5 Millionen. Und dann kam am nächsten Tag die erste Zeugin, die hat gesagt, nee, sie hat es mal überprüft, also oberflächlich gerechnet sind das mindestens 27,2 Millionen. Und dann kam am nächsten Tag die Verteidigung von Hönes und hat gesagt, also gut, 28,5 Millionen akzeptieren wir. Und dann war Schluss. Wenn die noch eine Woche weiter ermittelt hätten, ja, wir hätten den ganzen Berliner Flughafen davon bezahlt. Obwohl den, ja, den Berliner Flughafen, wir müssen uns um die Finanzierung keine Gedanken machen. Ja, das machen die Bayern sowieso über den Länderfinanzausgleich. Also, nicht? Und dann hier neulich schön das Geburtstagsfeier gestoppt. Nicht? Da hat er schon wieder Geburtstag gefeiert. Ich dachte, das ist vorbei. Er musste ganz weit, er musste bis nach St. Petersburg, bevor er jemanden gefunden hat, der ihn umarmt hat. Also, das, nicht? Und das, wo Homosexualität in Russland verboten ist. Also, das war schon eine gewagte Aktion. Ja, wie Kriminalität bei uns jeden Tag. Das ist die Frau, die Karl Dall ins Gefängnis brachte. Er hatte ein Auge auf sie geworfen. Nicht? Und dann auch hier die Frage, gibt es jetzt Krieg in Europa? Nicht wahr? Das wird da kurz diskutiert. Am nächsten Tag haben wir das auch schon wieder vergessen. Da kommt die Meldung, wie gut ist Billigfleisch? Und hier oben erster toter Soldat. Kann man das nachrechnen. Und das alles nach Merkels ganz grandiosen Sieg. Nicht? Das war ja, ich wusste gar nicht, dass ich die Mundwinkel so hoch bekommen kann. Ja, die Flaschen, die verloren haben, können Sie hier für 2,79 Euro kaufen. Ein ganz grandioser Sieg. Nächste Woche, die Woche danach, Abrechnung bei der FDP, alle weg. Ja, Westerwelle, Rösler, Frau Dr. Sabine Leuthäuser Schnarrenberg, jetzt hat sie endlich den Namen gelernt, jetzt war sie weg. Ja, und ich finde es gut, dass die FDP weg ist. Sie haben ja immer Tierversuche gemacht, nicht der Rösler. Der hat mal gesagt, wenn Sie einen Frosch in einen Bottich mit kochendem Wasser werfen, dann springt er raus und rettet sein Leben. Aber hat der Rösler gesagt, wenn Sie in den Bottich kaltes Wasser tun, stecken den Frosch da rein, ja, dann bleibt er sitzen. Und wenn Sie das dann auf der Herdplatte langsam hochkochen, dann lässt der Frosch sich totkochen. Das hat der Rösler immer gewusst. Er hat nur nicht gewusst, dass Angela Merkel das im gleichen Moment mit ihm gemacht hat. Ja, und so macht es jetzt mit Gabriel. Ja, die große Kokoshow, der wird abgekocht. Ja, Angela Merkel hat die besten Umfragewerte, die machen eine Reform nach der anderen, klappt nicht. Dabei gab es schon nach den ersten 100 Tagen, gab es Merkels Schatzmeister, schmeißt hin Skandale, Konto in Panama. Aber man hat uns gesagt, das ist alles in Ordnung. Ja, hier ist eine nette Margarine. Da ist nichts angebrannt. Wir kriegen immer auch Skandal hier natürlich. So viele kassieren Politiker nebenbei. Die haben alle noch irgendwo einen Job. Nicht wahr? Als Anwalt oder in irgendeiner Lobbyerei sind die tätig, weil die sonst nicht über die Runden kommen. Das ist üblich worden. Die Gehaltsliste der Industriechefs, die haben auch alle irgendwo noch einen Aussichtsratsposten, sonst reicht das nicht. Und das ist bei uns natürlich auch so. Ohne Nebenjob reicht es nicht. Schon 3 Millionen Deutsche müssen doppelt arbeiten. Allein schon wegen der Miete. Wir in Berlin wissen das. Nicht, das kriegen wir auch gesagt. Was Mieter nicht zahlen müssen, das sind genau zwei Sachen. Parkett abschleifen und Wartungskosten für die Klinge. Das ist Information. Und dann wieder
der Kriminalität, Albtraum, Einbrecher, Heino und Hannelore ausgeraubt und daneben Lanz lächelt mit dem Organspendeausweis. Ja, welches Organ hat er ihn weggenommen? Wahrscheinlich das Hirn, weil es noch ungebraucht war. Also, ja, das haben wir am nächsten Tag auch schon wieder vergessen. Ein Mann vergisst seine Frau an Tankstelle, ausgerechnet auf der Hochzeitsreise. Ja, das dauert schon eine Zeit, bis man mitkriegt, was man alles einpacken muss, bevor man einpacken kann. Ja, und dann auch Tipps für die private Lebensführung von Klopp, dem Trainer von Borussia Dortmund, hat mich persönlich sehr interessiert. Klopps Transfer des Jahres. Ich habe mir Haare einpflanzen lassen. Das habe ich dann aber nicht gemacht, weil das geht nur mit Eigenhaarverpflanzung. Sie müssen die Haare von hier nach da verpflanzen lassen. Das lässt sich unter Umständen sehr schwer kennen. Ja. Gut, ich habe gefragt, nicht, wenn jetzt wir eines der reichsten Länder der Erde sind und eine blühende Wirtschaft haben, wieso haben wir dann so viele Schulden und wie sollen wir diese Schulden bezahlen? Viele Leute fragen sich das und ich sage, Leute, das ist überhaupt kein Problem. Diese ganzen Fantastilliarden Schulden, die wir haben, die müssen wir gar nicht bezahlen. Deswegen brauchen wir uns da gar keine Gedanken zu machen. Das wissen wir schon seit 4 Jahren, seit Thilo Sarrazin sein geniales Buch rausgebracht hat, Deutschland schafft sich ab. Ja, ich wollte es erst gar nicht lesen, aber dann habe ich es 4-mal zum Geburtstag geschenkt bekommen. Da habe ich auch gedacht, was habe ich für Freunde? Und dann habe ich es durchgelesen und da sind mir die Augen aufgegangen, weil Thilo Sarrazin beweist in diesem Buch an ganz vielen Beispielen, dass gerade die intelligenten, fleißigen Deutschen aussterben. Die kriegen keine Kinder. Ja, und Intelligenz pflanzt sich ja fort und dann wird man erfolgreich. Das weiß Thilo Sarrazin. Sein Sohn ist noch Hartz-IV-Empfänger, aber der schafft es auch irgendwann. Ja, bei den intelligenten, fleißigen, da arbeitet der Mann und die Frau, die wollen beide Karriere machen und die sind 20 Stunden im Betrieb, was sage ich, 25 Stunden, 28 Stunden, die haben gar keine Zeit für Kinder. Die treffen sich gerade mal am Flughafen, nicht? Und dann sitzt er kurz am, aber so schnell ist keine Besenkammer. Dann fliegen die auseinander und sehen sich nie wieder. Nicht einer landet im Flugzeug, was auf einmal verschwindet und niemand findet das wieder, dann ist sowieso vorbei. Nicht? Aber die arbeitslosen Hartz-IV-Empfänger mit Migrationshintergrund, die hocken den ganzen Tag aufeinander und gucken Flachbildfernsehen. Flachbildfernsehen kommt ja schon von der Programmtiefe, dem Namen her, sehr entgegen. Ja, und dann wird denen langweilig, ja, und dann irgendwann, ja, dann produzieren die ein Kopftuchmädchen nach dem anderen. Das hat Thilo Sarrazin festgestellt. Oder wie der geniale Kollege Dieter Hildebrand, leider verstorben, das einmal zusammengefasst hat, die übervögeln uns. Das klingt lustig, aber das ist schlimm. Das heißt, wir Deutschen sterben aus. Noch bevor wir ein sicheres Endlager für unseren Atommüll gefunden haben, sind wir tot. Und das Schlimmste ist, dann gibt es keine deutsche Kultur mehr. Dann gibt es keinen deutschen Kevin und keine deutsche Angelique, die sich neben einem Starbucks-Kaffee treffen, um Latte Macchiato zu trinken, Muffins zu essen, Tweets zu twittern und bei Facebook zu posten. Diese ganze deutsche Kultur ist weg. Dann gibt es keinen deutschen Sandro und keine deutsche Chantal, die als deutsche Soldaten unsere deutsche Freiheit am deutschen Hindukusch verteidigen oder überall auf der Welt für uns die Stellung halten, damit wir hier an der Heimatfront die friedliche, weltberühmte deutsche Weihnacht feiern können. Wo wir unter der dänischen Douglas-Tanne um den sibirischen Ikea-Tisch zusammensitzen, um die polnische Hafermaske zu essen. Um auf diese Weise die Geburt eines unehelichen jüdischen Palästinenserkindes zu feiern. Das sind prekäre Wohnverhältnisse hineingeboren. Ich habe es auf vielen Bildern gesehen, zwischen Ochs und Esel, das sind hygienische Verhältnisse, das haben wir nicht mal an der Charité. Ja. Geboren von, ich habe es auf allen Bildern gesehen, von einem Kopftuchmädchen, hineingeboren in eine Patchwork-Familie aus einem arbeitslosen Zimmermann und einem Heiligen Geist. Eine Familie, die auf Transferleistungen von teilweise schwarzen Weißen aus dem Morgenland angewiesen war. Ja, hineingeboren in eine Flüchtlingsfamilie, die anschließend sofort nach Ägypten fliehen musste. Das möchte man ihnen heute gar nicht zumuten. Ja, und das Verrückte ist, die Deutschen haben sich dieses Buch millionenfach gekauft. Sie haben sich schenken lassen, egal was haben sie damit gemacht. Sie haben das abends mit ins Bett genommen, haben das Buch im Bett gelesen, anstatt im Bett den dringend erforderlichen deutschen Nachwuchs zu zeugen. Und so hat Thilo Sarrazin an dem Problem mitgearbeitet, was er selber bekämpfen will. Ja, das ist... Er hat ja recht, man muss nur mit offenen Augen Fernsehen gucken, da sieht man es. Gerade die wirklich erfolgreichen Deutschen, die wirklich fleißig und intelligent sind und wirklich nach ganz oben kommen, die haben keine Kinder. Angela Merkel, Thomas Hitzlsperger und der ehemalige Bischof von Limburg. Und auf deren Kinder käme es doch an. Mich beschäftigt es schon sehr lange. Ich bin durch den Prenzlauer Berg gegangen vor 2 Jahren, da völlig in Gedanken, da rammt mir so eine spätgebärende
Schwagermutter mit ihrem Doppelkinderwagen in die Hacken und da ist mir klar geworden, was da läuft. Na, diese spätgebärenden Schwabenmütter aus Prenzlauer Berg, die die Gnade des letzten Eisprungs nutzen, um für Deutschland doch noch ein Kind in die Welt zu setzen. Dann klappt es erst nicht, dann gehen sie zum Hormonarzt, da kommen zwei dann raus. Nicht wahr? Und diese wenigen Kinder der spätgebärenden Schwabenmütter aus Prenzlauer Berg, die werden uns alle überleben. Und die müssen nachher alleine die fantastischen Schulden zahlen, die wir hinterlassen. Deutschland, ein Schwabenstreich. Gute Nacht.